Krass, wir haben uns einen Kannibalen in die Kolonie reingeholt. Am Ende werden es immer weniger Siedler und wir wundern uns dann so, ey, wo sind die eigentlich alle hin und warum ist Milton eigentlich so wohlgenährt? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Going Medieval, meine lieben Freunde. Wir haben jetzt den Sommer erreicht und wir sind gerade dabei, unseren Keller zu erweitern. Ihr seht die Silhouetten von unseren lustig-launigen Leibeigenen, die da gerade unten emsig damit beschäftigt sind, einen Keller auszuheben unter unserem Gehöft sozusagen. Und ich hatte auch gerade noch einen weiteren Plan, der mir so in den Kopf gekommen ist. Wir haben ja hier schon eine relativ große Fläche überdacht mit dem Holzboden hier und müssen eigentlich ja hier nur zumachen und dann hätten wir hier ganz viel Fläche zur Verfügung, um zum Beispiel einzelne Schlafzimmer einzurichten. Weil es ist auch so wieder wie bei RimWorld. Wenn wir hier mal das Raumoverlay aktivieren, dann sehen wir hier die Raumtyp-Legende. Und dann gibt es zum Beispiel Schlafzimmer. Dazu brauchen wir nicht mal eine feste Größe, sondern wir brauchen nur ein hölzernes Heubett in einem abgetrennten Raum. Und dann haben die nämlich die Ruhe des eigenen Quartiers als Bonus. Das ist nämlich ganz wichtig, dass die nochmal ein bisschen bequemer schlafen auch. Deswegen würde ich sagen, wir machen das gleich mal direkt. Also der Plan mit dem Keller ausheben, der steht ja noch. Das machen sie noch. Parallel. Können wir mal hier runterschalten. Wie weit sind sie denn da schon? Na, guck mal, da sind sie schon recht weit. Abgebaute Rohstoffe ruiniert. Ja, das ist... Ich bin ruiniert hier. Genau. Nee, jetzt gehen wir mal hier hoch nochmal. So. Und jetzt machen wir das mal. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Going Medieval reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die ist immer am Anfang des Videos, rechts oben in der Ecke verlinkt oder am Ende des Videos. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Projekt so haltet und ob das weitergehen soll. Genau, so, dann machen wir das jetzt hier so, genau, wunderschön. Die Büsche müssen wir dann natürlich auch abreißen hier, die müssen dann weg, also alles was da wächst muss weg. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil da natürlich auch wieder Wachstumsfläche verloren geht. So, und dann macht man hier eine Tür rein. Hier macht man eine Tür rein. Und dann macht man da nämlich einen Korridor, der zwei Einheiten breit ist. So. Und dann machen wir... Wie viele Nasen haben wir denn? Also, so eine Schlafstelle ist ja gar nicht so riesig. Da machen wir jetzt das einfach mal so, würde ich sagen. Muss mal gucken. Ist das dann zwei Einheiten breit immer jeweils? Ja, es ist dann immer jeweils zwei Einheiten breit. Genau, die Tür hier, die müssen wir dann nochmal verlegen, glaube ich. Die legen wir vielleicht irgendwie lieber hier hin. Oder wir machen die ganz weg. Warte mal, gehen wir eins noch hoch, eine Sichtfläche. Dass wir die vielleicht mal abreißen, die Tür. Dass wir die mal wegmachen. Weil dann können wir nämlich vielleicht auch hier mal diesen Pfosten dann noch wegmachen. Aber wir lassen die erstmal jetzt diese Grundstruktur noch aufbauen, würde ich sagen. Und wir brauchen mehr Holz, glaube ich. Aber Holz wird eigentlich... Müsste eigentlich gleich passieren. Ich will mal gerade schauen. Wie lange grabt ihr denn noch? Okay, ihr braucht noch ein bisschen. Sehe ich gerade. Hör, hat er da noch mal tiefer gegraben? Ist da was kaputt gegangen oben? Warte mal ganz kurz. Oh. Oh nein, stopp. Anhalten, anhalten. Nicht weitermachen. Nicht weitermachen. Aufhören, aufhören, aufhören. Wir haben ein Loch im Boden. Sie haben zu gierig und zu tief geschürft. Moment. Au, 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 abbrechen, abbrechen. Nicht weitermachen. Stopp, 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 stopp. Nicht machen, nicht machen, nicht machen. Früh aus, stopp. Nicht, dass wir jetzt gleich oben kein Haus mehr haben. Aufhören, 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 aufhören. Stopp, stopp, stopp. Nicht weitermachen, nicht weitermachen. Früh aus, raus. So, wir müssen erstmal für Stabilität sorgen. Moment. Wir müssen das mal so machen. Ja, hier erstmal Wände hinsetzen und hier erstmal Wände hinsetzen. Und dann gegenüber, wenn wir das jetzt hier noch größer aushöhlen wollen, müssen wir hier auch Wände setzen. Und dann, warte mal, da ist die Tür. Genau, 1, 2, 3. Da müssten wir es dann noch einen hinmachen. Also hier könnten sie das durchaus noch wegbuddeln. So, und dann machen wir da einen Stützpfeiler hin und machen das dann mit so einem Querbalken, verbinden wir das dann. Nicht, dass die mir hier noch erschlagen werden, wenn da was einstürzt oben. Das wäre nicht so gut.
Kellerwohnung, ja. Aber man muss echt aufpassen, was das angeht, ey. Dass einem nicht der Himmel auf den Kopf fällt. Der Oswald, der forscht fleißig. Der ist oben am Forschungstisch und schreibt die Chroniken von Spielberg Castle. Nicht zu verwechseln mit den Chroniken von Narnia, das ist was anderes. So, Moment, jetzt muss ich mal gucken. 1, 2, 3, genau hier muss es hin. So, und dann macht man nämlich hier die Holzbalken, genau. Dann macht man das nämlich gleich mal so. Dass hier ja nicht einstürzt. Jetzt müsst ihr da aufpassen oben, wenn die da, dass die da nicht reinfallen dann ins Loch. Gott sei Dank war an der Stelle nichts. Guckt mal. Das ist ja ein Ding. Ist einfach der Boden abgesackt. Oh, guck mal her, wir haben nur eine Stabilität von 1. Das ist natürlich prekär. Das ist ja höchst prekär, was wir da gebaut haben. Da geht der Fortschritt in den Keller, ja. Es bricht alles zusammen, ey, ich sag's euch. Da muss ich jetzt direkt mal nachgucken hier. Wie sieht's denn mit dem Fortschritt jetzt? Oh, wir können Möbel jetzt erforschen. Aber wenn wir jetzt noch ein bisschen warten, guck mal, wir brauchen jetzt nur noch 4 weitere Einheiten Wissen, dann können wir nämlich gleich Nahrung haltbar machen erforschen. Und dann können wir hier, was haben wir hier? Räucherhaus erforschen und ein Regal für Nahrung. Dann sollten wir vielleicht noch das bisschen abwarten, würde ich sagen. Könnte schlau sein. So, jetzt schlafen sie gleich wieder. Sie schlafen auf einem instabilen Boden. Das wäre jetzt so lustig, wenn sie sich alle hinlegen, alle auf diesen instabilen Boden und dann brechen sie einfach ein beim Schlafen. Das wäre jetzt lustig. Was knarzt hier eigentlich so? Warte mal, wir haben doch unten den Keller ausgeräumt. Möbel ist besser. Okay, dann mache ich Möbel. Ja, stimmt, da kann ich die anderen Räume auch gleich einrichten. Das kann ich ja direkt schreif halten hier. Also ich soll Möbel erforschen, wurde im Chat gesagt. Dann habe ich das jetzt gemacht. Guck mal, da kann ich Bücherwandregale bauen. Und Bücherregale, das ist glaube ich schlau. Das ist wichtig für eine Bibliothek. Jawohl, der Oswald hat schon wieder geforscht. Guck mal, der hat schon Stufe 3 bei Intellekt. Weil der nämlich auch 2 Sterne beim Intellekt hat. Also der ist schlauer als die anderen. Aber er hat noch nicht so viel gelernt wie die anderen. Godric zockt erstmal eine Runde. Was macht Beatrix eigentlich? Beatrix ist mit ihrer Lederkappe am Holzfällen. Sehr schön. Ja, schön alles platt machen, genau. Ja, aber man sieht schon, Rom wurde nicht an einem Tage erbaut und Spielberg Castle erst recht nicht. Also das dauert alles ganz schön lange, bis da mal was bei rumkommt hier. Ich glaube aber, wieder mal die Burg ein bisschen auszubauen und die Strukturen zu erweitern, ist keine so schlechte Idee. Ist eine gut investierte Zeit und Mühe, weil, ja, wenn sie sich wohler fühlen beim Schlafen, ist das ja auch was wert. Und vor allem können sie ja dann auch die Feinde wieder besser abwehren, würde ich jetzt mal sagen. Wenn mehr Mauern dann auch am Start sind. Und hier möchte ich ja auch noch zumachen. Du solltest außerhalb des Hauses einen Keller machen, der größer ist. Erstmal ohne Haus oben drauf. Erst wenn der Boden fertig ist, Dielen drauf. Ja, 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 ja. Das war ja ein Experiment. Es muss ja auch mal was passieren hier. Wir können ja nicht alles immer optimal machen. Es muss ja auch mal was schief gehen. Zum Beispiel ein Loch im Boden. Das wäre so lustig gewesen, wenn an der Stelle gerade einer gelaufen wäre. Das Loch ist der Notausgang. Ja, das ist so. Das ist das Luftloch, damit der Keller auch ein bisschen Luft abbekommt. Ach, apropos, weil da jetzt ein Loch ist. Wie ist denn da jetzt eigentlich das Klima unten? Warte mal. Oben haben wir ein Klima von 24,9 Grad und unten. Warte. 5,1. Okay, ist immer noch wesentlich niedriger. Und hier drin sind es 8 Grad. Okay, hier ist es am wärmsten. Liegt natürlich primär daran, dass oben halt ein Loch drin ist. Die Balken, die Querbalken müssten sich ja automatisch dann wieder neu orientieren, schätze ich mal. Guck mal, den Querbalken da, den können wir, glaube ich, dann auch. Warte mal ganz kurz. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Die Querbalken brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht mehr hier. Den hier brauchen wir auch nicht mehr. Und den brauchen wir auch nicht mehr. Den brauchen wir nicht mehr hier. Ja, warte mal, bricht das mal ab. Ah, okay, zu spät. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Dann machen wir lieber hier nochmal einen neuen. Ah, das ist zu weit. Okay, also müssen wir da dazwischen nochmal so ein Ding setzen. Aber es scheint ja gerade so zu halten noch mit 1, mit einer Stabilität von 1.
Jetzt geht's. Okay, alles klar. Hä, warum konnte ich da vorher so ein langes Teil setzen? Komisch. Guck mal, hier ist es. Geht's. Ist dann scheinbar da an der Stelle nicht so lang. Maximal 12 Felder zwischen den Balken. Okay. Was machen sie denn da jetzt? Achso, sie setzen sich hin. Es ist Freizeit, glaube ich. Wie die auch beim Essen die Lederkappe aufhaben, ey. So geil. Das ist Hinkebein, glaube ich. Hol Hinkebein raus. Hinkebein schläft. Dann wächst sie auf. Ach ja, wir brauchen ja da auch noch ein Dach drüber, ne? Aber da mache ich jetzt mal kein Dach, kein Standarddach, also kein Reetdach, sondern da machen wir jetzt auch wieder Holzboden oben drüber, würde ich sagen. Weil dann können wir das hier oben dann gleich noch mit für eine neue Etage auch benutzen. Jawohl, da wird wieder gekocht. Gebraut. Ah, wie viel haben wir eigentlich? Genau. Wir haben 44 Einheiten grober Wein. Nice. Wir haben 16 Einheiten Eintopf. Ich glaube, da können wir mal wieder was nachlegen, oder? Apropos, warte mal, wie sieht's da eigentlich mit dem Kohl aus? Wir haben gar nicht mehr, guck mal, wir haben gar keinen Kohl mehr. Verrückt. Aber es wird ja wieder neuer hochgezogen gerade. Guck mal, der ist auch schon wieder zu 51% reif. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, Beatrix bringt Material. Ja, schön, erstmal die Stützbalken bauen. Sehr gut. Gute Initiative. Definitiv. Da ist die Stabilität auch gleich wieder auf 4, siehst du? Hier ist er auf 3, hier ist er wieder auf 1 nur. Ja, müssen wir mal zusehen, dass sie das machen. Ich blende mal jetzt die Dächer aus. Und gehe mal hier nochmal ein Stück eine Ebene runter, damit wir die Leute besser sehen können. Du musst für den kommenden Winter Nahrung einlagern. Ich weiß, ich beeil mich ja auch schon. Ich kann ja nun mal nicht alles gleichzeitig machen. Guck mal, wir beeilen uns ja schon. Wir machen ja schon ganz viel hier an Zeug. Aber wir können nun mal nur so viel Zeug machen, wie wir auch Menschen haben, die Zeug machen können. Weil wenn wir zu viel Zeug machen, haben wir nicht genug Menschen, die das Zeug machen können. Außerdem habe ich überhaupt noch was anderes, was ich anpflanzen kann. Wir haben ja Kohl. Warte mal, was haben wir denn noch? Johannisbeerenstrauch. Wie viel Samen haben wir denn für sowas eigentlich? Warte mal, was haben wir denn eigentlich generell für Samen? Wir haben hier Flachssamen, Birkensetzling, Ahorn, Kiefern, Apfelbaum. Warte mal, wir können mal einen Apfelbaum pflanzen. Da muss ich mal gucken. Apfelbaum, das ist ja eh nur ein Feld. Warte mal, den setzen wir mal hier hin. Obwohl, nee, warte mal. Nicht, dass wir den dann wegmachen müssen, wenn wir das erweitern hier. Nee, okay, warte, wir machen den hier hin. Genau, und dann sagen wir da gleich mal sehr hohe Priorität. Und der wird geerntet, wenn, ja, wenn es reif ist. Warte mal, was? Fellschneidephase. Nicht fällen. Setzling. Grundertrag in dieser Phase. Okay. Ja, aber lassen wir das erstmal so. Äpfel sind, glaube ich, schon eine gute zusätzliche Nahrungsquelle. Ein Apfelbaum kann bestimmt schon einige Siedler ernähren. Aber der wird wahrscheinlich ein paar Jahre brauchen, bis er wachsen wird, oder? Er wird wahrscheinlich nicht innerhalb eines Jahres Früchte tragen. Kann ich mir nicht vorstellen. Das würde wahrscheinlich etwas schnell gehen. Oh, warte, da ist ja noch ein Loch in der Wand. Das müssen wir mal zumachen. Und dann können wir hier gleich noch eine Wand reinziehen. Dann machen wir hier noch eine Tür rein. Und dann machen wir hier noch eine Tür rein. Genau, guck mal. Dann haben wir nämlich jetzt hier. Wo habe ich jetzt die Tür reingemacht? Da, oder? Ich hoffe es. Genau, dann haben wir hier jetzt nämlich die Räume. Und dann können wir da gleich mal Betten einsetzen. Hier, Nachtschlafstelle. Ah, guck mal, jetzt haben wir hölzerne Betten. Geil. Gleich mal bauen. Gleich mal eben ein Bett reinstellen hier. In die Butze. Und da gleich mal mehr Holz hacken noch. Wir müssen doch auch dafür sorgen, dass es ihnen gut geht. Dann können sie nämlich in der nächsten Nacht, können sie dann im Bett schlafen. Das ist doch was Feines. Boden im Schlafzimmer. Oh ja, der böse Boden. Ich habe den bösen Boden vergessen. Schnell, baut einen bösen Boden. Für die Burschen. Hier, guck mal, nice. Leute, ja, ihr müsst da das Loch auch zumachen, Leute. Nur was ich noch nicht machen werde, ist, ich werde jetzt keine Fenster nach außen machen.
Weil wenn dann da eine Belagerung kommt, ist das, glaube ich, nicht so schlau, wenn da Fenster drin sind. Also ich weiß nicht, im Schlafraum brauchen sie, glaube ich, auch keine Fenster, würde ich jetzt mal behaupten. Ich behaupte jetzt mal, dass es eher sinnlos ist, im Schlafraum Fenster einzusetzen. Wahrscheinlich müssen wir denen dann auch noch Lehmkübel hier reinstellen in ihre Schlafräume, damit das nicht zu kalt wird. Weil guck mal, wir haben da jetzt eine Temperatur von 14 Grad im Innenbereich und außen sind 16. Das heißt, selbst im Sommer haben wir eine niedrigere Temperatur in dem Raum. Das heißt, im Winter wird es wahrscheinlich sehr kalt werden da drin. Ist der Keller schon fertig? Dann kannst du da das Loch wieder schließen. Oh ja, warte, da muss ich mal gucken. Nee, ist noch nicht fertig. Noch nicht mal ansatzweise. Das dauert alles noch. Aber wir haben schön viel groben Wein jetzt. Guck mal, was wir da alles haben. 43. Wenn wir kein Essen mehr haben, können sie sich immerhin noch betrinken. Vergiss nicht die Bücherregale, damit du deine Chroniken einlagern kannst und sie nicht den Platz wegnehmen. Ja, da muss ich erst mal schauen, dass sie hier den Raum vielleicht hier noch fertig haben. Dass wir die Bücherregale vielleicht hier drüben aufstellen. Dann können wir das vielleicht gleich zur Bibliothek machen. Warte mal, da muss ich mal gucken. Hier Raum-Overlay mal anmachen. Die Bibliothek ist nämlich auch ein Bonusgebäude. Muss schon mal. Hier, Bibliothek. Mindestens ein Basisforschungstisch. Forschungstisch oder erweiterter Forschungstisch. Mindestens zwei Bücherwandregale oder Bücherregale. Und keine anderen Arbeitsplätze, Schreine oder Betten. Genau, wir machen diesen Zwischenkorridor, den machen wir einfach zur Bücherei. Weil da ist eh so viel Platz. Dann haben wir das gleich sinnvoll genutzt. Mach mal das Overlay bitte wieder aus. Dankeschön. Dann packen wir jetzt den Forschungstisch. Den packen wir jetzt hier rüber. Warte, den packen wir. Wo ist denn da der Pfeil? Warte, da. Den packen wir jetzt mal hier in die Ecke. So. Und dann bauen wir da gleich mal Möbel. Hier, guck mal, jetzt haben wir ja hier diese Wandregale. Was ist denn da billiger? Achso, das Bücherwandregal ist das Einzige, was wir. Okay, dann 20 Holz. Wie war das? Zwei von den Dingern? Dann mach mal zwei von den Wandregalen. Was? Warum geht das nicht? Gebäude kann so nah am Kartenrand nicht platziert. Hä? Kann nur auf einem Wandelement oder Bodenvoxel platziert werden. Bodenvoxel? Ach so. Braucht das einen Holzboden oder was? Du musst die Maus an die Wand halten. Warst nicht an der Wand, sondern auf dem Dach mit der Maus. Echt? Hä? Ah, jetzt da, tatsächlich. Ist ja verrückt. Ja, dann machen wir gleich noch eins. Stimmt, ist ja ein Wandregal. Da muss man auch an die Wand halten. Sehr schön. Naja, dann passt das jetzt. Jetzt brauchen sie Holz. Immer noch. Ganz viel. Oh, Beatrix pflanzt den Apfelbaum. Sehr gut. Hoffentlich wird er was. So ein Apfelbaum wäre schon eine feine Sache. Kümmert sich wenigstens einer ums Essen. Naja, das muss ja erstmal wachsen hier, der Kohl. Guck mal, der ist jetzt 69% reif. Aber der wird ja erst geerntet, wenn er in der blühenden Phase ist. Damit wir mehr Samen bekommen, damit wir mehr anpflanzen können vom Kohl. Das heißt, das dauert jetzt noch ein Momentchen. Oh, guck mal, ein niedlicher Apfelbaum. Nice. Maximaler Ertrag in 35 Tagen und 22 Stunden. Krass. Hoffentlich überlebt er den Winter, ey. Müssen wir mal schauen. Also der braucht eine Weile. Hätte man vielleicht schon mal früher pflanzen können. Ich gebe es ja gerne zu. Ich bin ja der Erste, der es zugibt, dass ich wieder zu lange gebraucht habe dafür. Aber so ist das eben. Ich kann es ja nicht ändern. Guck mal, da wird wieder eine Wand gebaut. Sehr nice. Boah, und der ganze Boden, ey. Der ganze Boden, den wir noch bauen müssen, ey. So viel Boden. Da kommt man ja gar nicht aus dem Bodenbauen wieder raus. Nimm doch Steinwände. Ja, das sagst du mir jetzt, wo die Hälfte über die Hälfte der ganzen Wände fertig gebaut sind, sagst du mir, ich soll Steinwände benutzen. Toll. Warte, ich reiß alles wieder ab und baue Steinwände. Moment. Nein, das machen wir jetzt nicht. Wir ziehen das jetzt durch mit dem Holz. Wir ziehen das jetzt hier durch mit dem Holz. Wir holzen jetzt hier ordentlich. Hier wird jetzt richtig reingeholzt. Guck mal alleine hier die Bäume, wie lange die brauchen. Ich finde das auch interessant, dass die so dicht nebeneinander wachsen.
Der ist immer noch jung hier, der Baum. 15,8% gewachsen. Maximaler Ertrag in 10 Tagen. Na toll. Die anderen Bäume auch pflanzen, ist eine gute Frage. Warte, was haben wir denn da eigentlich noch? Wir haben, was sind das da für 30 Setzlinge, die wir da... Birkensetzling. 30 Stück, ja warte mal. Warum eigentlich nicht, ne? Was ist denn hier eine Birke? Eiche, Föhre, Feldahorn, Birke, hier. Lass das mal gleich hier hinpflanzen. 27, genau. Machen wir da mal ein Birkenfeld. Dann haben wir hier noch 25 Ahornsetzlinge. Ach, sie sind wieder am Freizeit machen. Na toll. Der Hunger klopft an. Was? Als Milton ankam, standen seine Knochen hervor und seine Haare fielen in Büscheln aus. Die Leute aus Spielberg Castle starrten diese elende, hungernde Seele an. Verzweiflung stand Milton ins Gesicht geschrieben und er flehte. Würdest du ihn einlassen? Die Siedler knallten die Tür zu und ließen Milton draußen. Die Siedler beschlossen, ihm in Spielberg Castle aufzunehmen. Oh, ein Hungernder, der aufgenommen werden möchte. Was hat denn der so Schönes? Intellekt 19. Nahkampf, das ist Nahkämpfer. Umgang mit Tieren. Wir brauchen eigentlich noch einen Nahkämpfer. Wir haben vor allem Fernkämpfer. Sonst muss Holden immer alle Angreifer abwehren ständig. Ja, dann würde ich sagen, aufnehmen, komm. Da kann er sich gleich einen Eintopf schnappen. Und dann läuft das. Haben wir jetzt eigentlich schon Betten gebaut? Warte mal, jetzt muss ich mal hier den Dings runter machen. Die haben wir noch nicht. Okay, naja, dann warte. Dann machen wir noch mal vorübergehend so ein Heu-Dings hier. Damit da geschlafen werden kann noch. Damit der dann nicht auf dem Boden schlafen muss. Also muss er sowieso, aber egal. So, jetzt wird erstmal der Forschungstisch versetzt hier. Ach ja, und der kann auch gleich mal der Milton... Ausgehungert, genau, der muss erstmal was essen. Am Verhungern, genau. Wo ist denn der jetzt gerade? Ah, da ist er. Der kann sich gleich mal was zu essen nehmen. Wie alt ist denn der eigentlich? Der ist 39, jawohl. Und der kann, was kann der jetzt? Nahkampf von 6, okay, na gut. Er ist auf jeden Fall ein etwas besserer Nahkämpfer, weil er wird schneller leveln beim Nahkampf, auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Warte mal, dann kann der gleich mal sich eine Waffe nehmen. Also wenn er gleich gegessen hat. Lassen wir ihn erstmal essen und trinken. Und dann lassen wir ihn mal was ausrüsten. Genau, der kann erstmal was fressen. Dann kriegt er gleich den Schild da. Und hier einen von diesen Knüppeln. Zweihand-Streitkolben aus Eisen. Warte. Stopp. Du, Kollege, du kriegst mal... Oder vielleicht doch die Kriegsgabel. 60 von 28, 188, 3, 4, 4. Das sieht gut aus, oder? Schwach. Geringe Rüstungsdurchdringung. Geringer Gebäudeschaden. Ja, Gebäudeschaden brauchen wir nicht. Nee, dann nimm mal das Ding hier, genau. Ausrüsten, Kriegsgabel, genau. Das kann er mal machen. Genau, so, stopp. Und dann kannst du gleich mal, mit dem Schild kann er ja da dann nichts machen. Das ist ja zweihändig, die Waffe. Dann kann er sich ja noch hier eine von den... Sommerkleidung aus Leder. Was hat denn der jetzt eigentlich gerade an? Warte mal. Woll-Winterkleidung. Naja. Eigentlich müsste Beatrix ihren Helm mal abgeben. Würde ich sagen. Ach nee, ist auch egal, komm. Lass mal den mal so ausgerüstet erstmal. Ich habe keine Ahnung. Achso, ich muss den Schemel, den muss ich auch umplatzieren, sehe ich gerade, verlagern. Obwohl, die setzen sich ja eh nicht hin. So, was kann der denn eigentlich jetzt noch machen, der Milton? Der Milton kann Medizin kochen. Genau, der kann forschen eigentlich. Warte mal, das können wir dem gleich mal sagen. Obwohl, nee, eigentlich will ich ja Oswald noch auf Forschen skillen weiter. Nee, dann ist er auf jeden Fall, Milton ist auf jeden Fall Mediziner, warte mal. Wo waren jetzt hier Hausmeister? Hausmeister, das ist gut, ja. Hausmeister und Transport kann er mal machen und behandeln machen wir auf 1. Gesund pflegen machen wir auch auf 1. Das müssen wir, glaube ich, sowieso machen bei allen. Gesund pflegen heißt, glaube ich, dass die auch so lange im Bett liegen bleiben, bis sie auch wirklich geheilt sind und nicht einfach dann zwischendurch wieder aufstehen, um zu arbeiten. Guck mal hier, und die, die einen Stern haben,
und eine Medizinfähigkeit von 12. Die kriegen auch gleich mal die Anweisung, dass sie auf jeden Fall auch Patienten dann heilen, wenn welche am Start sind. Ganz wichtig. 12 Eintöpfe haben wir noch. Na gut, okay, das ist durchaus ein bisschen wenig. Dann warte mal. Da müssen wir jetzt mal dafür sorgen, dass wir die Johannisbeeren vielleicht doch nochmal benutzen, um Nahrung herzustellen noch. Und dann lassen wir die mal hier noch ernten, weil sonst wird es, glaube ich, echt ein bisschen mager hier insgesamt. Warte. Hä, warum kann ich das? Achso, es wird schon. Wird schon geerntet. So, hier sind noch Johannisbeeren. Und hier auch noch. Lassen wir die das mal machen. Dann können sie ja halt Kuchen backen. Dann sollen sie halt Kuchen essen, ja? Wenn sie nichts mehr sonst haben mit Eintöpfen. Dann sollen sie halt Kuchen essen. Du musst noch den Terminplan für deine neuen Siedler anpassen. Oh, guter Hinweis. Das habe ich gar nicht gesehen, siehst du? Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass die ja auch einen Terminplan brauchen. Krass. Und ich wundere mich schon. Na toll, jetzt pflanzen die da die ganze Zeit Pflanzen, anstatt zu bauen. Dann wird es wieder nichts mit im Bett schlafen. Ich sehe das schon. Pilze sind Nahrung. Ah ja, stimmt, Pilze auch. Sind überhaupt noch Pilze da? Ich sehe überhaupt keine mehr. Ah, da. Dann sammelt mal hier die Pilze ein, genau. Macht doch 2-Schicht-System. Nee, die können nachts nicht arbeiten, glaube ich. Das ist nicht so schlau, wenn die nachts arbeiten. Das war bei RimWorld auch immer schon so. Das sollte man nur bei denen machen, die auch wirklich einen Nachtarbeiterbonus haben. Weil wenn du die nämlich nachts arbeiten lässt, statt zu schlafen, dann sind die nämlich angefressen, dann kriegen die einen Malus. War bei RimWorld so und wird wahrscheinlich hier auch so ähnlich sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der nicht einen Bonus auf Nachtarbeit hat, dass der sich freiwillig dazu verleiten lässt, nachts zu arbeiten. Was hat denn Milton eigentlich für Vorteile? Elfenschuss. Unerträgliche Rückenschmerzen, die Milton plagen, wurden zweifellos durch Elfenpfeile verursacht. Was hatte er getan, um solch ein Elend zu verdienen? Motorische Funktionen minus 15%. Das könnte ich sein. Was benachteiligter? Milton wurde mit einem Silberblick geboren. Was es schwierig macht, zu wissen, wohin man schauen muss, wenn man mit ihm spricht. Der Silberblick, hervorragend. Das heißt, er schielt. Kannibale. Milton ist gnadenloser Schlechter und Verschlinger von Menschen. Er wird durch Menschenfleisch gestärkt. Ja, dann kann der doch die Feinde gleich direkt aufessen. Das ist doch gut. Was haben wir uns denn da reingeholt? Krass, wir haben uns einen Kannibalen in die Kolonie reingeholt. Am Ende werden es immer weniger Siedler. Und wir wundern uns dann so, ey, wo sind die eigentlich alle hin? Und warum ist Milton eigentlich so wohlgenährt? Was ist da eigentlich passiert? Erst verschwindet Kotrick, dann verschwindet Oswald, dann verschwindet Beatrix und dann ist nur noch Holden übrig und Milton. Du solltest die Nachmittagsschicht auf irgendwas stellen, damit sie eventuell die Stimmung anheben können und dann in guter Laune weiterarbeiten. Die Nachmittagsschicht. Ach, das passt doch eigentlich so, oder? Bisher hat sich doch keiner beschwert so richtig. Wir müssen jetzt mal zusehen, dass wir Zutaten für die Nahrungsproduktion wieder kriegen. Habe ich da gerade einen Baum umfallen gehört, obwohl keiner geaxtet hat? Ich glaube, da fällt gerade irgendwo was um. Können die Bäume auch von alleine umfallen? Ist ja ein Ding. Kannst du den Figuren eigentlich Namen geben? Eine ausgezeichnete Frage. Warte mal. Kann ich denen Namen geben? Kann ich das machen? Ich kann den Tab wechseln. Ich kann hinspringen. Ich kann zur Ebene gehen. Ich kann schließen. Nee, ich glaube, ich kann die nicht umbenennen. Oder? Ah, doch. Doch, ich kann sie umbenennen. Krass. Ja, aber ich... Jetzt habe ich die Namen schon, jetzt will ich die nicht umbenennen. Ich weiß nicht, die sind mir jetzt schon mit ihren Namen ans Herz gewachsen. Ich kann die jetzt doch nicht einfach umtaufen. Oder soll ich das machen? Ich könnte die natürlich wieder nach Zuschauern benennen. So ist es natürlich nicht, ne? Also so wäre es ja eigentlich eine Idee, wenn wir sie schon benennen können. Aber der Obermotz, der muss ja wieder... Der muss ja wieder nach mir benannt sein, auf jeden Fall. Dann nenne ich jetzt den Holden, der mir ja schon ein bisschen ans Herz gewachsen ist mittlerweile. Den nenne ich dann jetzt halt Spielwehr. Wie alt war denn der nochmal eigentlich?
34. Ja, kann man machen. Hier. Das ist jetzt... Lord Spielbär ist das. Warte. Ach, schade, das geht nicht. Ich kann da so lange Namen nicht vergeben. Okay, dann haben wir leider eine Maximal-Namenslänge. Spielbär Churchill heißt der jetzt. Na toll. Kann man den Nachnamen ändern? Auch? Oder nur den Vornamen? Sind die da immer noch am Anpflanzen? Na toll. Das braucht ganz schön lange, bis die da gepflanzt haben. Einfaches Heilpaket. Stimmt, wie machen wir eigentlich Medizin? Da haben wir uns noch gar nicht drüber auseinandergesetzt. Wir brauchen doch wieder einen Spielbiber. Na, wird hier jetzt wieder gebaut eigentlich? Wie sie einfach durch die Wand gehen. Die haben einfach die Wand da noch nicht repariert auch. Unglaublich. Was soll ich denn davon halten? Warte mal, mach mal wenigstens hier schon mal die Bäume weg, die hier so vorne direkt wachsen. Oh Mann, ey, das Anpflanzen dauert so lange. Aber immerhin sind wir dann mal ein paar Samen los. Lohnt sich das Umbenennen? Die sterben doch eh irgendwann. Naja, wenn das so ist wie bei RimWorld, werden die irgendwann auf jeden Fall spätestens an Altersschwäche sterben. Aber die Altersschwäche, das braucht ja sehr lange. Also guck mal, wir sind jetzt ja gerade mal im ersten Sommer. Das heißt, wir haben noch nicht mal das erste Jahr jetzt hinter uns. Bis da so ein Siedler stirbt. Ich glaube, da sind wir am Ende des Let's Plays, bis wir das mal erleben, dass einer an Altersschwäche stirbt. Wer ist denn hier der Älteste eigentlich von denen? Guck mal, Spielbär ist 34. Beatrix ist 47. Oswald ist 55. Kotrick ist 24. Und Milton ist 39. Also Oswald wäre der erste Kandidat. Und im Mittelalter war 55 ja schon ein stattliches Alter. Da war das ja nicht so wie bei uns, wo du irgendwie über 80 Jahre alt werden kannst als Kerl. Da war ja 55, da war es ja schon Methusalem eigentlich. Insofern wäre der vielleicht der Erste, der sogar ins Gras beißt. Der Oswald. Mit den Scherenhänden. Da müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen, wie lange die leben. Keine Ahnung. Gesundheit sieht aber eigentlich bei ihm sehr gut aus. Der Magen ist voll, das Bewusstsein ist komplett auf, ne, auf Anschlag. Er ist sehr durstig, da verstehe ich gar nicht warum. Wir haben den ganzen Keller voll groben Wein. Das kann eigentlich nicht sein. So, und bei der Kochstelle hier habe ich ja eingestellt. Machen wir mal hier noch ein paar Aufträge gleich. Da habe ich ja eigentlich eingestellt, dass die jetzt auch wieder Johannisbeeren benutzen können. Und Pilze auch. Da müssen sie das mal machen jetzt. Guck mal, hier können wir auch nochmal einen Ernteauftrag erteilen. Ist sicherlich nicht verkehrt. Stimmt, ich gebe bei Milton jetzt mal gleich bei den Fähigkeiten eine Priorität auf Ernten. Damit es immer einen gibt, der auch erntet. Wenn was reif ist. Aber was hat denn der für Fähigkeiten beim bei Pflanzen eigentlich? Botanik 13. Ja, der ist gut geeignet zum Ernten, glaube ich. Das kann der mal machen. Kannst du nicht die Samen umwandeln? Wie umwandeln? Ich kann sie einpflanzen. Aber ich kann sie nicht... Also ich könnte die theoretisch weghandeln. Wenn ein Händler vorbeikommt, der die haben will, kann ich die dem auch verkaufen. Aber das macht ja langfristig keinen Sinn, weil ich muss ja auch hier die Gegend auch aufforsten. Wenn ich die ganze Zeit Bäume wegaxte, um hier zu bauen, dann fehlt es irgendwann dann, wenn ich das nicht auch wieder anpflanze, ne? Muss man natürlich berücksichtigen. Ernte ruiniert. Oh, der macht das kaputt, wenn er das erntet. Das ist natürlich nicht geil. Hä, bei einer Fähigkeitsstufe von Botanik 13 zerstört er die Ernte? Ist ja krass. Oh, die Gerste ist, glaube ich, jetzt bald soweit. Obwohl, nee, sie pflanzt neue Gerste, okay. Milton, mach jetzt bloß keinen Quatsch beim Ernten. Ich sag's dir. Kein Wunder, dass der hungrig zu uns gekommen ist. Der war zu doof beim Ernten und hat deswegen wahrscheinlich dann seine Pflanzen ruiniert. Und dann hat er dann Hunger gehabt deswegen. So kommt das also zustande. Unglaublich, was ist denn das da? Ein Achtungszeichen? Nicht genug Ressourcen. Nicht genügend Ressourcen! Aber vielleicht sollten wir auch erstmal die Produktion von Wein erstmal lieber wieder zurückfahren. Vielleicht erstmal abschalten tatsächlich. Damit auch mal ein paar andere Sachen mal wieder gemacht werden hier. Nicht immer nur Wein.
Weil sonst geht uns nämlich wirklich das Essen langfristig aus. Machen wir mal nur noch das eine, was da jetzt fertig ist. Und dann sollen sie mal wieder was anderes machen. Guck mal, nice. Jetzt wird hier Kohl wieder geerntet. Sehr gut. Dann können wir wieder Eintöpfe herstellen. Dann hat Milton das ganze Dorf aufgefressen. Ja, dann hat er das ganze Dorf gegessen und ist weitergezogen zum nächsten. Das macht er dann immer wieder. Ich bin am Verhungern, ihr müsst mich hochpäppeln. Dann wird er hochgepäppelt, dann macht er die Ernte kaputt, frisst die Leute auf und zieht weiter. Hervorragend. Geil. Das ist die Masche. Siehst du, jeder hat seine eigene Masche, wenn es ums Überleben geht hier. Unfassbar, ich sag's euch. Was hier passiert, meine lieben Freunde. Können die Getränke verderben? Nee, der Alkohol verdirbt nicht, tatsächlich. Der Alkohol wurde auch geschrieben, der hält sich. Gott sei Dank ist das so. Stell dir mal vor, das wäre nicht so. Stell dir mal vor, du müsstest ständig noch auf den Alkohol aufpassen. Das ist ja der Vorteil von Alkohol. Dass der sich eben gerade hält. Guck mal, man sieht sogar, wenn der Kohl blüht. Und an dieser Stelle endet diese Folge Going Medieval. Wenn es euch gefallen hat, dann an der Stelle der Hinweis, ihr könnt euch das Spiel holen im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE. Dabei wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis und das ist eine sehr coole Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, die Daumen nach oben drücken, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst oder auch hier in die komplette Playlist reinschauen, sowie in die anderen Videos, die hier an der Stelle verlinkt sind. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge Going Medieval. Bis dann, ciao, ciao.